Romy Schneider hatte ein bewegtes Leben. Ihr unglaubliches Schauspieltalent, das sie unter anderem in der Sissy-Trilogie zeigte, machte sie Mitte der 50er Jahre zum Weltstar. Doch abseits des Scheinwerferlichts war ihr Leben nicht immer so schön. Ein schwerer Schicksalsschlag veränderte alles. Romy Schneiders Sohn David Christopher Mayen starb mit nur 14 Jahren bei einem tragischen Unfall. Beim Versuch, über einen Zaun auf das Grundstück seiner Großeltern zu klettern, hatte David sein Gleichgewicht verloren und fiel auf die Metallspitze des Zauns. Dabei wurde die Schlagader seines Oberschenkels durchtrennt. Es war ein furchtbares Ereignis, das sich im Sommer 1981 abspielte. Der 14-Jährige starb nur wenige Stunden später im Krankenhaus. Zu groß war der Blutverlust. Der Sohn der Schauspielerin war der ganze Stolz des Sissy-Stars. In den ersten Jahren nach der Geburt konzentrierte sich die sonst so ehrgeizige Schauspielerin vollends auf ihre Mutterrolle. Umso größer der Schock, als David nach diesem schrecklichen Unfall am 5. Juli 1981 starb. Es muss ihr absoluter Tiefpunkt gewesen sein. Den traurigen Verlust konnte Romy Schneider nie wirklich überwinden. Nicht einmal ein Jahr nach dem Tod von David endete auch ihr Leben. Mit nur 43 Jahren starb Romy Schneider am 29. Mai 1982 offiziell an Herzversagen in Paris. Sie hinterließ ihre Tochter Sarah Biasini, die damals gerade einmal 4 Jahre alt war. Auch wenn Romy Schneider und ihre Tochter nur wenige Jahre miteinander verbringen konnten, hat Sarah Biasini vieles von ihrer Mutter mit auf den Weg bekommen. Es ist unbeschreiblich, wie sehr die heute 44-Jährige ihrer berühmten Mutter ähnlich sieht, und auch sonst haben die beiden einiges gemeinsam. Die Tochter der legendären Schauspielerin ist in ihre Fußstapfen getreten und hat sich ebenfalls der Schauspielerei verschrieben. Sie spielt vor allem in französischen Filmen mit und war bereits in unzähligen Theaterproduktionen involviert. Der frühe Verlust ihres Bruders und ihrer Mutter war zweifelsohne ein harter Schlag für sie. Mittlerweile hat Sarah Biasini eine eigene Familie gegründet. Mit dem Theaterregisseur Gilles Lefevre bekam sie am 11. Februar 2018 ihr erstes Kind. Romy Schneider wäre an diesem Tag Oma der süßen Anna geworden. David Christophers tragischer Unfall hat das Leben der ganzen Familie verändert. Er und seine Mama Romy Schneider sind viel zu früh gestorben. Es ist nicht nur ein, sondern es sind zwei harte Schicksalsschläge, die für die Zurückgebliebenen, vor allem Sarah Biasini, nur sehr schwer zu verkraften gewesen sein müssen.